Speaker, den ihr alle alleine schon vom Vornamen her kennt. Er ist der bekannteste Cannabis-Journalist in ganz Deutschland. Er schrieb schon für Weiß, für den Nachtschattenverlag, für Leafly. Er war 8 Jahre Chefredakteur beim Hanf-Journal und ist wohl auch aktuell einer der bekanntesten Cannabis-Influencer in Deutschland. Bitte einen großen Applaus für Michael, der Micha Knoth! Das hier? Geht das? Oder nimm einfach das hier. Vielen Dank, Fabian. Das funktioniert. Ja, vielen Dank, Fabian, das funktioniert. Hallo, Hanfparade. Ich hoffe, ihr habt die Parade auch genossen, so wie ich heute bei dem schönen Wetter. Das erste Mal legal kiffen vor der Polizei hat ja auch Spaß gemacht, gehe ich von aus, oder? Wem hat das denn keinen Spaß gemacht? Wem hat das Spaß gemacht, legal vor der Polizei zu kiffen? So richtig? Ja, geil. Ja, ich fand es auch sehr, sehr angenehm, ja. Aber wir haben ja immer noch ein kleines Problem. Das kleine Problem ist, ich habe jetzt meine erste Ernte eingefahren, nach 4 Monaten Legalisierung. Und bis dahin, ich kann zum Glück in die Apotheke. Ich habe lange eine Kostenübernahme schon. Andere wissen gerade nicht, wo sie ihr legales Gras herkriegen sollen, ja. Das kritisieren die Medien ja auch ständig. Und jetzt ist eine Situation entstanden, die habe ich schon lange vorausgesagt. Die Clubs hier in Berlin kriegen keine Lizenzen. Unser Bürgermeister Wegener scheint auch nicht besonders daran interessiert zu sein, das in der Verwaltung umzusetzen mit den Cannabis-Social-Clubs. Es gibt bisher 2 Bundesländer, die überhaupt wenige Lizenzen rausgehauen haben. Die Behörden sind komplett überfordert. Das heißt, legales Gras aus dem Club wird es so schnell nicht geben. Ich gehe davon aus, frühestens nächsten März, April. Legales Gras aus der eigenen Ernte, 50 Gramm pro Ernte, reicht keinem oder reicht den wenigsten. Und jetzt hat sich da aber so eine dritte Möglichkeit aufgetan. Die habe ich schon lange vorausgesehen. Weil Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist. Ist prinzipiell eine geile Sache, ja. Aber jetzt können die Ärzte das natürlich genauso verschreiben wie jede andere Medizin. Sprich, die Dokumentationspflicht entfällt. Eigentlich auch eine schöne Sache. Dann können das Telemediziner einfach so, ich weiß nicht, wer das von euch schon mitbekommen hat, ja, aber man kann sich ganz einfach mittlerweile Cannabis per Telemedizin verschreiben lassen in der Frühstückspause. Das funktioniert. Ja. Das ist ein 10-Minuten-Vorgang gegen sehr niedrige Gebühren. Das wird teilweise von Ärzten aus dem EU-Ausland gemacht. Und ist sehr kostengünstig geworden. Die Apothekenpreise sind derzeit ähnlich wie die Schwarzmarktpreise. Wir in Berlin kriegen das jetzt nicht unbedingt mit, weil uns war das immer schon ziemlich egal, ob Weed legal ist oder nicht. Ja, hier wurde immer schon offen gekifft. Aber im Rest der Republik verhält sich das ein bisschen anders. Im Rest der Republik, viele Kräfte der Staatsgewalt sind ja auch mit der Legalisierung nicht so happy. Besonders im Süden wird jetzt immer weiter kontrolliert, ob man sich denn auch an die Regeln des Cannabiskonsumgesetzes hält. Und auf der anderen Seite haben wir keine Möglichkeit, legal Gras zu besorgen. Aber ein Rezept gibt es in 10 Minuten. Nun stellt sich immer noch die Frage in vielen Teilen der Republik, lüge ich einen Telegram-Arzt an? Oder riskiere ich Strafverfahren und vielleicht auch sogar noch meinen Führerschein, weil die neue Straßenverkehrsordnung behandelt Cannabiskonsumierende auch nicht besser als Gamma-Trinker. Also Leute, die regelmäßig, die ein leichtes Alkoholproblem haben, ja. Und wer ab und zu mal einen kifft und mit über 3,5 mg erwischt wird, was wirklich total unberauscht ist, gibt es eine Sonderverordnung in der neuen Führerscheinverordnung, der kann trotzdem noch zum Idiotentest vorgeladen werden. Da haben sie extra einen kleinen Extrasatz reingebaut. Ja? Das heißt, wir befinden uns ja immer noch im Drogenkrieg. Und man kann trotzdem, auch wenn man 26 Gramm mitträgt als normaler Konsument, ja, es droht immer noch viel Ungemach. Ja? Und nun haben wir die einfache Möglichkeit, uns auf die einfachste Art oder alle Leute, viele Leute, die Möglichkeit,
auf sich auf eine sehr einfache Art Cannabis beim Telegram-Arzt zu besorgen. Und da frage ich immer, ich höre in den Medien immer, die kriegen das langsam spitz, ich habe jetzt immer mehr Berichte darüber gesehen. Ich frage mich da immer, wie soll das denn aufhören, wenn die Medien fordern, das muss jetzt aufhören mit diesem medizinischen Cannabis für alle. Ja? Soll man Ärzte, die eine ganz legale Medizin verordnen, fragen, ob sie auf legale Patienten verzichten und somit auf Einnahmen? So, mal einen kleinen Appell an die Ärzteschaft, die das macht. Hier, Leute, lasst das mal mit den legalen Patienten, dann habt ihr halt keine Einnahmen mehr. Dann sagt der Arzt bestimmt, ja klar, mache ich, kein Problem. Nein, das funktioniert nicht, Cannabis ist legal. Und damit sowas funktionieren müsste, müsste Cannabis zurückgestuft werden als Betäubungsmittel. Das funktioniert alles nicht, also wird das nicht aufhören. Ja? Oder wir appellieren an die Patienten, die jetzt alle neu kommen und sich für 5 bis 15 Euro Gras in der Apotheke holen. Wir appellieren an die, hey, seid doch mal ehrlich. Ja? Seid doch mal ehrlich. Ja, wie soll man denn ehrlich sein heutzutage, wenn immer noch, wie ich das eben erwähnt habe, sehr viel Ungemach droht. Ja? Das heißt, wenn jetzt Medien und Politik da schreien, diese böse, böse Telemedizin, der doch mal Einhalt zu gebieten, ja, das ist wirklich ein großes Thema gerade, dann sage ich immer, das ist doch weder die Schuld von den Ärzten, ja, weil die haben viele Patienten 2021 gerettet, als nämlich die normalen niedergelassenen Ärzte noch extremste Bedenken gegenüber Cannabis hatten und man damals aus der Praxis geflogen ist, oft wenn man auch nur nach medizinischem Cannabis gefragt hat. Und da gab es schlaue Menschen, die haben Telemedizinpraxen eröffnet, ja, um Patienten damals zu helfen. Natürlich eskaliert das jetzt im Rahmen der Legalisierung, aber das eskaliert nicht, weil das böse Telemediziner sind oder weil das Gesetz jetzt sich ein bisschen geändert hat. Das eskaliert einfach, weil wir keine vernünftige Möglichkeit haben, uns Gras zu besorgen. Ja? Und ich bin nicht der Einzige, der das vorausgesagt hat. Das haben sehr viele Leute kommen sehen. Ja? Ich freue mich für die Apotheken. Die Apotheken, die dürfen zum Beispiel so Patienten, der ein Telemedizin-Rezept hat, gar nicht wegschicken. Ja? Man liest da ja immer so viel in den Medien, was jetzt passieren müsste. Ein Patient, der ein Rezept hat, muss von der Apotheke bedient werden. Ja? Und wenn ein Arzt keine Dokumentationspflicht hat, dann kann man von dem auch keine Dokumentationspflicht verlangen. Das Einzige, was wir verlangen können in diesem Zusammenhang ist, dass unser Bundesgesundheitsministerium und unser Bundesjustizministerium langsam mal aus dem Knicke kommt und uns Fachgeschäfte und Cannabis-Social-Clubs zur Verfügung stellt, damit wir diese Gratwanderung jetzt nicht mehr gehen müssen. Ja? Und dann wird sich das von selber regeln, vorausgesetzt, unsere Politik hat was anderes bedacht. Weil wenn Cannabis legal ist, dann wird da ja auch eine Genussmittelsteuer drauf sein. Ich bin so. Und bei der Genussmittelsteuer reden wir von 15-25%. Die Apotheken haben jetzt schon Preise von 5-15 Euro. Ein Blick in die USA zeigt uns, es gibt da trotzdem viele Menschen, die ihr Cannabis, sage ich mal, ohne große medizinische Indikation in der Apotheke holen, weil sie 20% Steuern sparen. Ja? Dann ist auch der ganze schöne Steuersäckel gar nicht mehr so voll, auf den sich unser Herr Scholz und, so gefreut hat unter Herr Lindner, ja? Was Cannabis betrifft. Ja? Deswegen sollte man uns ganz schnell die Möglichkeit geben, das auch mit der vernünftigen Besteuerung so zu regulieren, dass normale Shops und Clubs gegenüber den Apotheken nicht sofort ins Hintertreffen geraten, sondern konkurrenzfähig sind. Und das wird sehr schwierig. Beim Preis von 5 bis 15 Euro pro Gramm derzeit in der Apotheke wird das für Clubs oder Shops schon nicht einfach, darunter zu kommen, wenn sie noch eine Steuer machen müssen, weil die Apotheken sind steuerfrei. Ja? Und deswegen sage ich, es gibt noch viel zu tun und ich hoffe, dass sie im Rahmen der Regulierung nicht dieselben Fehler machen, die sie jetzt bei der Teillegalisierung gemacht haben. Und wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe, damit das funktioniert. Nur an so einem Event wie heute kann man politischen Druck machen und indem man zum Arzt geht, kann man auch politischen Druck machen, weil je mehr Patienten es gibt, umso mehr politischen Druck gibt es, dass wir endlich legale Fachgeschäfte und Clubs haben. Vielen Dank, schönen Abend noch, schöne Handparade. Vielen Dank.